Halloween eingeladen. Und wir freuen uns natürlich, dass jetzt doch so viele gekommen sind. Wo wir schon etwas verunsichert waren wegen der schwierigen Wetterlage draußen halt mit Autobus und Bahn. Und zwei Absagen oder eine Absage, der Jürgen Wönne aus Saarbrücken kann leider nicht kommen. Seine Freundin ist krank und man muss dann nach dem Rechte schauen. Aber ansonsten hat es mich oder uns gefreut, dass doch einige auch noch kamen und dass wir dann doch eine ganz gute Runde sind. Das Thema Film Poetry Slam ist natürlich insofern schwierig, dass viele Autoren nicht jetzt gerade sich mit dem Medium Film beschäftigen. Aber ich denke, nach und nach erreicht man doch immer mal mehr Autoren und hat auch neue Gesichter. Und jetzt wird die Silvia praktisch so diesen Abend mit mir zusammen hier gestalten und moderieren. Der Einhard Kluge, unser bewährter Moderator, musste leider absagen für heute Abend. Das ist die Silvia Grutzus, die ist auch Schauspielerin und wir werden uns also gegenseitig ein bisschen so begleiten und sie oder uns das Wort weiterreichen. Ja, ungefähr. Sozusagen. Und dann darf ich jetzt hier gleich mal so ein bisschen was zu dem Thema Film Poetry Slam sagen, nämlich das, was der Manfred mir aufgeschrieben hat. Was stellt man sich darunter vor? Die meisten kennen den Poetry Slam oder waren zum Beispiel bei einer solchen Veranstaltung. Und Film Poetry Slam ist eben genau das, was auf den Film sich bezieht. Alles Worte von Manfred Richard, alles, was den Dichtern mit dem Medium Film verbindet, seien es Erlebnisse im Kino, Prägungen durch Lieblingsfilme oder Schauspieler, Kritik am Filmgeschäft, Kino im Kopf, Film in Wort und Szene wird heute zu sehen sein. Dargeboten von 6 Autoren. 2 werden am Ende gegeneinander treten, um den Sieger des heutigen Abends zu ermitteln. Und wie wird der Sieger ermittelt? Ja, da haben wir jetzt also schon ein paar Gedanken gemacht, also nicht durch Schreie und durch Jubelrufe, wie das vielleicht sonst der Fall ist. Nein, wir haben uns überlegt, dass sie jeweils 2 Stimmen haben. Und zwar haben wir das eingeteilt in 2 Blöcke, zu jeweils 3 Darbietungen. Beim ersten Block kommen eben 3 Autoren und sie dürfen mit einer Stimme dann zu ihrem Lieblingsautor gehen. Sie stellen sich also nebendran. Und somit haben wir das also ganz einfach gelöst. Dann kann man ganz einfach wie im Kindergarten nachzählen, wie viele Stimmen der jeweilige hat. So, das ist der erste Block. Dann also Sie stehen hinter Ihrem Favoriten, im wahrsten Sinne des Wortes, haben aber nur 2 Stimmen. Also müssen sich entscheiden, ob Sie im ersten Teil bereits 2 Leute die Stimme geben, dann haben die anderen nichts mehr oder das oder ist im zweiten. Also insgesamt für 6 Darbietende 2 Stimmen. So. Dann, also nach diesen 3 werden wir schon mal so eine kleine Stimmvergabe machen. Dann haben wir beide uns so einen kleinen Sketch überlegt, der auch natürlich in diese Filmgeschichte passt. Das heißt der Überfall, beschrieben von Manfred Dechert. Und dann gehen wir in die zweite Runde. Und jetzt würde ich sagen, werde ich mal vorlesen, wer also in der ersten Runde anfängt. Vielleicht könnte ich auch mal das Mikrofon einschalten. Ja. Da ist zum einen Burkhard Tom. Burkhard ist zum zweiten Mal dabei und hat eine Rachenoperation hinter sich. Toll, dass er dennoch heute Abend wieder dabei ist. Also er wird der erste Vortragende sein. Danach kommt Inka Laloba. Inka ist Schauspielerin, Schriftstellerin, Lebensberaterin und Schamanin. Und Inka hat heute leider das Pech, dass ihr Partner, ihr Spielpartner durch Krankheit ausgefallen ist. Aber da sie natürlich eine Schauspielerin ist, wird sie den Part selbst übernehmen und gleichzeitig in 4 Rollen schlüpfen. Also wir dürfen alle gespannt sein, wie das dann so wird und ich natürlich besonders und freue mich sehr darauf. Danach kommt Elisabeth Hildebrand. Elisabeth Hildebrand ist Schriftstellerin und Mitglied des der Mannheimer Literaturvereinigung Räuber und letztmalige Gewinnerin des Film Poetry Slams. Ja, somit fangen wir also an. Und da niemand das Opferlamm, sprich der allererste sein möchte, hat uns jetzt Manfred einen Text vorbereitet, den er mit einem Hilfsmittel zum Besten bringt. Nämlich, das ist auch etwas Neues im Vergleich zum Poetry Slam. Wir dürfen hier mit einigen Hilfsmitteln arbeiten, also mit Masken, mit Gegenständen, mit Tonbandgeräten und mit anderen
Requisiten. Ja, dann würde ich sagen, startet Manfred jetzt mit seinem allerersten Vortrag. Ich danke. Nee, das ist doch so schön, wenn man einfach eine Lesung so machen kennt, dass man praktisch einen Kassettenrekorder aufstellt und alles von Bond laufen lässt. Welche Wunder, wie es ein Mensch bist, da hast du vorher so Angst. Also, was man sich da nicht alles vorstellt. Stell dir vor, du hockst da und auf einmal bleibt dir die Luft. Du kommst dann mit einem Satz nie mit zum End. Oder du warst auf einmal ganz nervös und hast Zwangsvorstellungen. Nicht? Der erotische Schriftsteller ist doch vielseitig belastet. Oder irgendwie, du brichst zusammen am Pult. Nicht? Und das passiert halt alles nicht, wenn du Kassettenrekorder hast, der praktisch den Leseteil übernimmt. Nicht? Du kannst nichts schief gehen. Da läuft alles auf Nummer sicher. Mit das Band, das erledigt jo für dich dann auch praktisch alles. Und du bist dann immer gleich gut. Auf jede Lesung nimmst du deinen Kassettenrekorder mit und spielst dann deinen Vortrag ab. Nicht? Was man immer durch so machen hat vor so einer Lesung, wenn man sehr nervös ist. Ne? Immer so ein Kampf gegen ein fiktives Über-Ich. Das sagt dir dann, stell dir vor, du hockst ein ganz scharfer Hund vom Kritiker draus. Oh, weil das gleich ganz anders. Oder stell dir vor, bist nervös, kannst dich nicht mehr konzentrieren. Oder es gibt einen Zwischenfall. Ein paar Skinheads kommen rein und oh, was könnte denn immer alles an Schlimmem passieren? Oder du wirst ohnmächtig während der Lesung. Ja, was jetzt, wenn kein Arzt da ist, nicht? Naja, um das Ganze abzufangen, habe ich mir gedacht, mach doch einfach eine Lesung per Kassettenrekorder. Du selber hockst schon in Leid, hörst das ganz ruhig an und was kann mit so einem Kassettenrekorder schon passieren? Ja, dumm ist natürlich, wenn an dem Ofen dann die Batterie ausgehen. Oder sonst irgendeine Störung hat, oder vielleicht der Kassettenrekorder selber Zwangssymptome entwickelt. Auf einmal bleibt das Band hängen, du hockst da ganz cool die hin und auf einmal dreht er da vorne dann durch. Die bauen die Kassettenrekorder hier absichtlich so schlecht. Naja, ich habe mir jedenfalls gedacht, fangst halt oben mit dem Kassettenrekorder an, das spult alles automatisch ab. Und dann ist es ja sowieso so, nur die ersten 3 Minuten. Wenn das erste Mal abgelaufen ist, der erste Teil des Programms, geht es dir schon mal besser und du bist entlastet. Und dann fällt es auch leichter, einfach so weiterzumachen. Manuel. Ja, danke, lieber Kassettrück, auch mein Schlager. Ja, also. Ja. Ja. Danke, lieber Kassettenrekorder. Und ich habe jetzt hier einen Text. Ich will aber noch weitermachen. Ja, also lass mich raus. Ja, was? Ich muss unbedingt noch weitermachen. Ja, ich auch. Das geht doch nicht ohne mich. Ja, ich muss doch auch lesen. Ja, für was bin ich denn dabei? Lass mich doch auch weitermachen. Also, mitmachen. Da geht es um die Hippies. Ich kann doch nicht doch so im Dunkeln stehen, in der Tasche drin. Ja, ich muss doch lass weiter. Mich weitermachen. Ja, ich doch auch. Ich will weitermachen. Ja, ich auch. Ich habe doch auch ein Gefühl, ich bin doch nicht nur ein Automat. Ja, ich auch. Lass mich weitermachen. Ich muss aber. Lass mich doch bitte weitermachen. Naja, so war das nicht gedacht. So, ja. Also, Filme über Hippies oder die Zeit so vor 40 Jahren oder Ende der 60er, da geht es um diesen in meinem Text. Wo sind die Hippies? Erinnerst du dich vor 40 Jahren? Jeans, Flower, Power, Blumen im Haar. Jimi Hendrix war in Woodstock dabei. Und Janis sang, Why Don't You Cry? Doch jetzt ist vorbei, sag mir. Wo sind die Hippies? Wo sind die Hippies? Komm, wir gucken uns nochmal Woodstock an. Dann ist Easy Rider mit Peter Fonda dran. Jack Nicholson ist high und macht Nick-Nick. Und du lächelst verträumt. Mit dem Peter Fonda-Blick. Don't bogart your joint, my friend. Doch Easy Rider hat kein Happy End. Sag mir, wo sind die Hippies? Fragst auch du dich, wo die ganzen Hippies sind? Das sind jetzt Manager, weiß jedes Kind. Nur noch ganz wenige als treue Hippies weitergehen.
Andere kannst du dann als Jesus-Jünger sehen. Wieder andere singen im Irrenhaus, blowing in the wind. Und dass wir doch alle Blumenkinder sind. Wo sind die Hippies, sag mir. Wo sind die Hippies? Ich steck mir noch mal Blumen ins Haar und träum, wie schön es bei den Hippies war. Streck meine Zunge, reiz meine Gitarre, Feuer in die Menge, als wär's ne Knarre. Der Karnevalsverein hat mich prompt engagiert und mich mit der Karnevalsprinzessin als Bonnie und Clyde gleich engagiert. Sag mir, wo sind die Hippies? Wo sind die Hippies?